Willkommen zurück, meine lieben Freunde, beim ersten Raid. Ein Daumen nach oben und ein Abonnement sind natürlich umsonst. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich habe mich schon belesen, aber es war grauenvoll, was ich gelesen habe. Es war nicht gut, was ich gelesen habe. Es war viel zu kompliziert, was ich gelesen habe. Außer der eine Heiler sagt jetzt, ich komme doch nicht mit. Ach, doch. Oh nein. Was tue ich hier nur? Oh, was tue ich nur? Was tue ich hier nur? Kristallturm, Labyrinth der Alten. Oh mein Gott, was tue ich hier nur? Ich hab auch jetzt so viele Anzeigen hier, die ich nicht verschieben kann. Ich muss sie verschieben, ich muss die Sachen verschieben. Wir sind C. Ich muss die Sachen gleich verschieben, oh mein Gott. Ich muss schnell ein Layout, ich muss das verschieben. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ah, liebe Freunde, wir sind hier im ersten Raid, im ersten 24-Spieler-Content. Was soll schon schief gehen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier vorne tue. Ich schau einfach drauf. Kann man den Schaden machen? Ja, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Okay, dann geht's zum ersten Boss jetzt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum kriege ich die Akro? Ich habe nichts gemacht, damit ich die Akro kriege. Ich war das nicht. Ich habe einfach zu gutes Equipment, glaube ich. Für Level 50. Ich habe ein bisschen gefarmt und so und Handwerkssachen gemacht. Ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht sagen. Warum ich dauernd die Akro kriege. Den muss man, glaube ich, dreimal besiegen, oder was war das?
Okay, jetzt habe ich die Akku mal nicht, ausnahmsweise. Endlich mal. Ich glaube auch jemand hat mir die Akku einfach abgenommen, weil ich den nicht zur Seite geschoben habe. Das war nämlich ein, habe ich nämlich gerade mich erinnert. Im Guide stand drin, dass man den zur Seite schieben sollte. Ein AOE ist gekommen, leider. Oha, das wird wehtun. Ich laufe verwirrt durch die Gegend rum. So. Was ich hier nur tue, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Jetzt kommt der erste Zwischenboss. A geht nach Norden, B in der Mitte und C nach Süden. Wir sind C, ne? Genau. Also geht's für mich nach Süden. Ach, steht er sogar da. Das ist da sogar markiert. Muss ich jetzt da hingehen oder was? Ich weiß es nicht. Ich muss die Leute, glaube ich, ich muss sie hier rüberziehen zu euch, ne? Okay, sowas war das. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Verwundbar, ja. Oh, komm her. Siehst du, was es bringt, sich zu belesen? Bringt sehr viel, sich zu belesen. Da sieht man mal, wie viel es bringt, sich zu belesen, ja? Ich habe nämlich das mit dem Gegner zu der Plattform ziehen und so, das habe ich alles gelesen gehabt. Nur, dass ich dann dazwischen Schaden machen kann, habe ich gerade verkackt. Aber gut. Oh, jetzt kommt das mit dem, oh, scheiße. Ich habe vergessen, was das jetzt hier war. Fuck, war das das mit diesen komischen Ohren? Ja, das war's. Okay, was ist denn unsere Urne? Das ist die Frage. Weil wir können ja keinen Schaden machen. Wir müssen uns jetzt im Ads kümmern. Ich muss auf meine Buffs achten. Ah, es wird markiert, wann man da hinlaufen muss, okay.
I see. Der Sour Pot, der wird gerade kaputt gemacht, was nicht gut ist. Wir kamen gar nicht so weit, dass wir kämpfen mussten, dass wir angreifen mussten. Normalerweise geht das halt immer, ne? Eine Gruppe kann immer nur angreifen und kriegt dann einen Buff von diesem Pot da. Diesen Aschepot, der da stand. Das ist die Technik dahinter. So, und jetzt geht's zum nächsten Zwischenboss. Nee, doch, Zwischenboss 3 kommt jetzt. Und dann kommt der letzte Boss. Oder? Und dann kommt Boss 3 und dann kommt Boss 4. So war das. Das war gerade Boss 2. Ach so, man muss hier springen. So, die Zwischensequenz gucken wir uns leider an. Das heißt, wir werden vielleicht was verpassen vom Kampf. Ah ne, es gibt gar keine Zwischensequenz. Das ist einfach nur eine Ladezone, okay. So, was war das jetzt nochmal? Welchen müssen wir? C, rechts. Muss man den töten? Ich glaube schon, dass man den töten muss, oder? So, komm wieder her. Mein Guter. Mein Damage ist gut, oder? Kann das sein? Ich mache guten Damage für meine Stufe, kann das sein? Weil ich ziehe nämlich jedes Mal, wenn ich draufschlage, ziehe ich die Agro weg als Tank. Und da schlagen ja auch andere Tanks drauf. Ich sehe das immer wieder oben, das Potato Pad dann drin steht. Also habe ich doch gar nicht so schlechtes Equipment. Ich dachte, ich habe halt total das Schrott-Equipment. So, der letzte Boss. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktionierte mit dem. Leider. Siehst du, ich habe direkt das Agro wieder. Das mit den Kometen war das, genau, das war das nämlich. Ich muss ihn ja hier stehen lassen. Wenn das Ding da drin ist. Ist halt blöd. Okay, er macht jetzt das. Aber man hat ja ordentlich lange Zeit. Immerhin. Komm, ich kümmere mich um die Ads. So, damit ist der erste Raid zu Ende, meine lieben Freunde. Ich bin nicht einmal gestorben. Und ich denke, ich habe mich ganz gut gemacht. Weil ich belesen war.
Ach so, da ist ja noch einer, stimmt. Stimmt, da ist ja noch einer. Upsala. Ich dachte wegen langer Sequenz und so, weißt du? Aber nee, nee. So, teleportieren wir uns da dahin. Ich war wieder ein bisschen zu früh. Wollt's auch was Bestimmtes machen? Okay. Okay, I see. Das war das, okay. Ich hab das nicht ganz gecheckt wegen der Fähigkeitsname. Ich bin ein bisschen blöd, ich weiß. Ich hätte drauf achten sollen, dabei war ich doch belesen. Aber beim zweiten Mal habe ich es dann gecheckt gehabt. Ich kann die Attacke halt noch nicht. Labyrinth der Alten abgeschlossen. Yay! Oh Mann. Dann würfeln wir noch eben. Ja, geht so, ne? So einfach war es nun auch nicht. War schon gestresst. Aber ich war froh, dass ich belesen war. Außer aber diese eine Attacke habe ich gerade eben total nicht gecheckt. Weil ich den vierten Boss nicht mehr im Kopf hatte. Ich kannte die Attacke, ich habe es gelesen, aber... Entschuldige, dass das so lange gedauert hat. Eine beeindruckende Leistung, auf die du wahrlich stolz sein darfst, Potato. Von nun an wird man deinen Namen in einem Atemzug mit dem Kristallturm nennen. Sieht allerdings so aus, als gäbe es noch eine Menge zu erforschen. Dieser Turm muss zur Blütezeit des Allergischen Reiches erbaut worden sein. Seine Größe ist atemberaubend. Wenn die Gelehrten Baldesions mit ihren Vermutungen richtig liegen, sollte der Kristallturm dazu dienen, die Energien der Sonne zu bündeln. Bescheidenheit war den Allergäern anscheinend fremd. Aber sprich, Potato, wie ist es dir hier drin ergangen? Du siehst ehrlich gesagt aus, als hätte man dich ganz schön durch die Mangel gedreht hier. Hat man... Gegen eine riesige Gestalt mit schimmerndem Krummschwert hast du gekämpft, sagst du. Das muss Plättigon gewesen sein, ein Held der allergischen Revolution. Dir reicht eine solche lapidare Erklärung, um das zu wissen? Vielleicht solltest du statt in technischen Wälzern auch mal in ein paar Geschichtsbüchern blättern, Cid. Die bergen durchaus nützliches Wissen. Ich habe mir viel über die Allergäer angelesen. In gewisser Weise fühle ich mich ihnen verbunden, könnte man sagen.
In den Überlieferungen heißt es, der Kristallturm wird von den alten Helden und Königen bewacht. Angeblich haben die Alagaer sie mit ihrer Magie von den Toten erweckt und noch stärker gemacht, als sie zu Lebzeiten ohnehin schon waren. Chef, das musst du dir unbedingt ansehen! Das also ist der eigentliche Turm, der legendäre Kristallturm. Welche Überraschung der wohl noch für uns bereithält. Das Labyrinth der Alten hast du vorbildlich gemeistert, Potato. Du hast Noahs Erben damit den weiteren Weg geebnet. Und ich fürchte, der wird noch lang und steinig, Freunde. Wir sollten uns erst einmal in Forschungslager zurückbegeben und neue Kräfte sammeln, bevor wir uns in den Turm vorwagen. Gute Arbeit, Noahs Erben. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Ihr habt doch überhaupt nichts gemacht. Das war doch alles ich. Und die Gruppe mit den 23 anderen Leuten. Das war alles ich. Ja klar, das war alles ich, Leute. Ich hab ganz alleine, hab ich. Ganz alleine war ich das, ja. Ihr habt alle nichts gemacht. Ich musste euch alle carryen. Schrecklich, ey. Wie die immer nichts machen in der ganzen Allianz, ne? Die sitzen da nur rum und ich muss immer alles machen. Nein, natürlich. Ich und die anderen 23 Krieger des Lichts. Dann gehe ich mal ganz kurz das Ding abgeben. Und dann geht's nach Pharos Sirius. Ich nehme an, du willst da auch dabei sein. Das kann ich sogar im Part starten, die Suche. Weil wir jetzt einen Heiler dabei haben. Und das ist eine Vierergruppe gewesen, glaube ich, ne? Das heißt, wir werden so schnell, wir klicken und bumm, direkt drin. Das kenne ich so gut. Bei Heiler und Tank. Das geht dann instant. Weil die ganze Zeit TDs suchen. Die haben immer die lange Wartezeit. Aber dann kommt halt eine Gruppe mit Heiler und Tank und bumm, direkt durch. Ah, da bist du ja endlich. Ich kann es kaum erwarten, alles über dein Erlebnis im Labyrinth der Alten zu erfahren. Ein paar heroische Melodien schwirren mir schon im Kopf herum, aber die hebe ich mir für später auf. Ruh dich erstmal aus von den harten Kämpfen. Und dann werden wir das weitere Vorgehen im Kreis aller Erben beratschlagen. Graha Tia möchte eine Versammlung von Noahs Erben einberufen. Ah, da bist du ja wieder, Potato. Ich werde sofort die übrigen Erben Noahs einberufen, damit wir unsere Lagebesprechung abhalten können. Die Führung überlasse ich ab jetzt aber wieder Rambros. Setz ihn davon in Kenntnis, dass alle Verbündeten zurück im Lager sind. Willkommen zurück, Potato Pet. Du hast im Labyrinth der Alten Erstaunliches geleistet, wie ich vernommen habe. Ich werde deine Erkenntnisse über den Kristallturm mit unserem bisherigen Wissen in einem Forschungsbericht zusammentragen. Wenn du an den Ergebnissen interessiert bist, kannst du mich jederzeit ansprechen. Und nun lasst uns rekapitulieren, was wir bislang wissen. Bei den zurückliegenden Operationen ist es uns, Noahs Erben, gelungen, das äußere Verteidigungssystem des Kristallturms auszuschalten und den Zugang zum Labyrinth der Alten, einem gefahrenvollen Verlies am Fuße des Turms, zu öffnen. Dank der Berichte von Potato Pet und seinen tapferen Kameraden wissen wir, dass die Wächter am Inneren des Labyrinths noch immer durch die Gänge streifen und unter ihnen sogar verdiente alagische Helden sind, die durch Magie zu neuem Leben erweckt worden sind. Unsere Befürchtungen scheinen sich tatsächlich zu bewahrheiten, Rambros. Der Kristallturm ist nicht nur erneut an der Oberfläche erschienen, sondern scheint auch vollständig reaktiviert worden zu sein. Das lässt sich allein durch tektonische Verschiebungen während der siebten Katastrophe nicht erklären. Der Grund für die Reaktivierung muss irgendwo im Inneren des Turms liegen. Ihn müssen wir rauskriegen, wenn wir wissen wollen, ob der Kristallturm eine Gefahr darstellt oder nicht. Das sagt sich so leicht, aber wer weiß, welche Überraschungen uns im Turm noch erwarten. Wenn das Labyrinth der Alten nur ein Vorgeschmack war, dürfte noch einiges auf uns zukommen. Dann sollten wir vorerst all unsere Bemühungen darauf richten, den Zugang zum Turm zu sichern und die Abwehrmechanismen genauestens zu studieren. Kannst du das überleben, Sid? Selbstverständlich, Rambros. Wir werden natürlich dabei helfen, Chef. Genau, schließlich geht es hier um die Verteidigung unserer Firmengrundsätze. Ehrensache, dass wir damit anpacken. Das ist nett von euch, Jungs. Also gut, hier scheint mir jeder ausreichend beschäftigt zu sein, also werde ich mich für eine Weile empfehlen. Mein Bogen sehnt sich nach der Jagd und ich will meine Sinne für die Erstürmung des Kristallturms schärfen. In ihm wird schließlich Geschichte geschrieben, das darf ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Das könnte dir so passen, Grahatia. Auch du wirst Zit zur Hand gehen, oder möchtest du, dass ich das Komitee von deinen Alleingängen in Kenntnis setze? Da vergisst wohl jemand, wer hier in der Hierarchie über ihm steht.
Sei es drum, dich und die anderen Abenteurer könnte ich sowieso nicht ersetzen, Potato. Du wirst für eine Weile vermutlich nur Däumchen drehen können. Pass bitte auf, dass du beim Rasten nicht rostest, ja? Denn die nächste Expedition kommt bestimmt und dann brauchen wir dich wieder im Vollbesitz deiner Kräfte. Schon bald hebt sich der Vorhang und die ganze Wahrheit über die Alagia wird ans Tageslicht treten und wir, Noahs Erben, werden sie aus der Versenkung holen. Also gut, Freunde, lasst uns unsere Zusammenkunft für heute beenden. Ausgezeichnete Arbeit, ihr alle. Macht weiter so. Ja, das war doch jetzt ganz gut vorgelesen. Zweimal habe ich mich versprochen. Das ging doch. Hier scheint ja jemand ganz schön gewütet zu haben. Na, mir soll's recht sein, solange man durch den Schutt noch zum Ziel kommt. Diese Abenteurer lassen sich wirklich für alles einspannen. Äußerst praktisch. Ich glaube, so langsam verstehe ich, was du an ihnen findest. Das also ist der Kristallturm. Die unbekannte Energie, die von seiner Spitze ausgeht, ist mindestens so stark wie die der Ultima-Waffe. Nein, sie übertrifft sie sogar. Da habt ihr mir wirklich ein nützliches Werkzeug in die Hände gespielt, Noahs Erben. Labrea, ne? Nee, Nero. Nero ist das, Nero. Ja. Das hat Merkmal der Musik. Ich schien, als hätte ich alles verloren, aber wie immer ist mir das Schicksal hold. Also der lebt noch. Nero lebt noch. Mein Durst nach Macht ist ungestillt. Mein Traum ist längst nicht ausgeträumt. Rache ist süß, Zit Galand. Die Galeer haben auch immer diesen Kristall an der Stirn. Ich bin ein bisschen blöd, ich weiß. Labrea und sowas Ashians kommt, glaube ich, nur in der Hauptstory vor. Okay. In dieser Wurstrüstung saß ich auch schon mal drin, sowas ähnlichen. Rambrus macht ein zerknittertes Gesicht, ob die Erforschung des Kristallturms in Stocken geraten ist? Potato, bist du hier, um dich nach dem Stand der Expedition zu erkundigen? Das dachte ich mir. Leider muss ich dich enttäuschen. Wir haben keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Das Labyrinth der Alten konnten wir dank deiner Hilfe gründlich untersuchen, doch es will uns einfach nicht gelingen, in den nächsten Teil des allergischen Komplexes zu gelangen, den Sirkusturm. Erinnerst du dich an die 8 Wächter, die uns den Zugang zum Labyrinth der Alten versperrt haben? Die Tür zum Sirkusturm ist ebenfalls verschlossen, allerdings mit einem anderen Mechanismus. Und einen ziemlich vertackten, wie ich leider zugeben muss. Zit und ich haben alle unser Wissen mobilisiert, aber bislang nicht einen Anhaltspunkt gefunden, wie man die Tür öffnen kann. Es muss eine Möglichkeit geben. Na, wie du siehst, sind wir alle etwas ratlos im Moment. Es gibt also nichts, mit dessen Erledigung wir dich beauftragen könnten. Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als unsere gesamte Bibliotheksbestände abzustauben und Seite für Seite durchzugehen, um eventuell einen Hinweis. Vielleicht gibt es doch einen schnelleren Weg. Wer behauptet das? Fürchte dich nicht, gelehrter Baldesions. In gewisser Weise sind wir ebenfalls Erben von Noah. Ich bin Unai und meine Gefährte heißt Doga. Lasst euch von seinem finsteren Blick nicht einschüchtern. Das Hauptquartier selbst hat uns geschickt, um euch zu unterstützen. Wir sind Experten auf dem Gebiet des antiken Alags. Unai und Doga? Solche Namen las ich bislang nur in alten Schriften. Vergib mir, aber in meiner bisherigen Korrespondenz mit Shalayan sind eure Namen nie gefallen, geschweige denn, war davon die Rede, dass man uns Verstärkung schicken würde. Dann hat euch die Nachricht also nicht erreicht. Das ist bedauerlich. So bleibt uns nur, an euer Vertrauen zu appellieren. Was hast du gerade hier? Mein Auge. Irgendetwas. Ha, komisch. Jetzt ist es wieder weg. Kümmert euch nicht darum. Sicher ist es nur Müdigkeit. Beim großen Bieregott, dein rechtes Auge gleicht den unseren. In der Tat, ihr habt ebenfalls glutrote Augen. Ich flehe euch an, sagt mir alles, was ihr darüber wisst. Die roten Augen waren ein Merkmal der Alagea, das es längst nicht mehr geben sollte. Und doch hatte mein Vater ein solches Auge, das er mir vererbt hat. So wie er es von seinem Vater geerbt hatte. Ich allerdings war der einzige Rotäugige unter meinen Brüdern. Und die Frage nach dem Wieso lässt mir bis heute keine Ruhe.
Ich bin untröstlich, aber auch wir wissen nichts Genaueres über diese Augen. Nur, dass sie etwas mit den Allergien zu tun haben. Genau wie du sind wir auf der Suche nach Antworten. Antworten auf die Frage nach unserer Existenz. Glaubt ihr uns jetzt vielleicht? Ein Versuch ist es wert, Rambris. Oder hast du eine bessere Idee? Also gut, wenn du meinst. Aber ich werde bei Baldesions Gelehrten Erkundigungen über euch einholen, nur damit das klar ist. Sehr wohl, dann sind die Reihen von Noahs Erben also um weitere Mitstreiter gestärkt worden. Wir sollten ihre Eignung gleich auf die Probe stellen, Potato. Nimm die beiden mit zum Zirkusturm und lass sie die Tür untersuchen. Hab Dank, wir werden euch sicher nicht enttäuschen. Zum Zirkusturm kann Bix euch führen, Potato. Er müsste sich momentan zusammen mit Wedge bei den 8 Wächtern aufhalten. Viel Erfolg. Ich werde euch begleiten, Potato. Diesen womöglich geschichtsträchtigen Moment kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja, ich muss die Mission schon noch machen jetzt. Also es kann sein, dass wir erst im nächsten Part nach Pharos Sirius gehen. Was dann übrigens auch, glaube ich, einer der fast letzten Parts für heute ist, weil ich danach Minecraft spiele. Aber die Quests möchte ich gerne noch dann im Anschluss machen. Außer jetzt natürlich mega lang, was jetzt kommt. Mal schauen. Das machen wir auf jeden Fall noch, die Quest jetzt hier gerade. Wenn das danach dann jetzt mega lang ist, dann, ja, dann muss man halt mal schauen. Ah ja, wir müssen hier durch rein und dann dürfen wir wieder nicht fliegen. Ich muss sagen, die 8er oder 4er Inhalte gefallen mir besser als die 24er bisher, aber schauen wir mal. Ah, Potato, schön dich mal wiederzusehen. Was führt dich zu uns? Falls du den Kristallturm weiter erforschen möchtest, wirst du dich leider noch etwas gedulden müssen. An der Tür des Zirkusturms hat sich selbst Meister Cid bislang die Zähne ausgebissen. Wir haben Verstärkung von Baldesions Gelehrten bekommen, sagst du. Das sind gute Neuigkeiten. Der Zugang zum Zirkusturm liegt gleich hinter dem Labyrinth der Alten. Folgt mir, ich führe euch hin. Du bist Potato, schön dich zu sehen. Doch wer sind eure zwei Begleiter? Du wirst es nicht glauben, Cid, aber die haben Baldesions Gelehrte uns geschickt. Darf ich vorstellen? Unai und Doga. Wir würden uns gerne die verschlossene Tür ansehen, wenn du nichts dagegen hast. Oh, wie käme ich dazu? Bitte, nur zu. Ihr seid ja sogar gekleidet wie Allergeer, wenn das mal kein gutes Omen ist. Vor uns befindet sich der zentrale Komplex des Kristallturms, der Zirkusturm. Doch wie unschwer zu übersehen ist, wird der einzige Zugang von einer riesigen Tür versperrt. Im Gegensatz zu den 8 Wächtern greift die Tür Eindringlinge nicht an, aber sie macht auch keinen Anstalten, sich öffnen zu lassen, und zerstören kann man sie erst recht nicht. Glaubt mir, wir haben alles aufgefahren, was unser Arsenal aufzubieten hatte. Wir stehen buchstäblich vor verschlossenen Türen, der simpelste, aber leider auch effektivste Weg, unerwünschte Besucher abzuhalten. Unser einziger Hinweis ist die Gravur auf der Tür. Sie scheint einen Mann und eine Frau darzustellen, die einen sehr hohen Rang in der allergischen Gesellschaft bekleidet haben müssen. Doch das ist auch schon alles. Vielleicht hat diese Gravur auch gar keine tiefere Bedeutung, sondern dient einfach nur zur Ziele. Drehen die beiden zu sich und dann öffnet sich die Tür. Hä, seid ihr taub? Ich sag dir doch, dass sich die Tür nicht von Hand öffnen lässt. Das ist uns sehr wohl bewusst und wir haben auch nicht vor, sie einfach aufzuziehen. Richtig, nicht wir öffnen die Tür. Die Tür öffnet sich für uns.
Wie ist das? Unglaublich, der Weg ist frei. Wie habt ihr das angestellt? Keine Tür öffnet sich einfach nur durch fromme Wünsche. Ihr könnt keine gewöhnlichen Forscher sein. Der Turm, der durch die Wolken stößt, dem Licht stolz entgegen. Von güldenen Pforten wird bewacht, die kein Spalt sich regen. Ein Wall, unüberwindlich, erhaben, unergründlich. Nur die vom Blut der Ahnen den Weg hinauf sich bahnen. Es ist, wie in den Liedern besungen wird. Ah, er ist es. Oh, nee, raus ist es, oder? Ah. Oder? Der Nero wird sich ja nicht vor uns stellen jetzt, oder? Na doch. Ihr habt euch ein paar prächtige Werkzeuge geangelt, Noahs Erben. Nero, du konntest aus dem Castrum fliehen. Begrüßt man so einen alten Freund, Cid? Wo bleibt die Freude über unser Wiedersehen? Kein Grund, in Angriffsstellung zu gehen. Ich bin nichts weiter als ein versprengter Soldat, dem in seiner Heimat der Strick droht. Da erschien mir eine Karriere als Vagabund verlockender. Unterwegs habe ich Gerüchte über euch aufgeschnappt, die mitunter recht interessant klangen. Also dachte ich schau mal vorbei. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Wer es glaubt, wird selig. Genug von mir. Viel interessanter ist doch, wer sind diese beiden da? Ich denke, ich habe eine Antwort auf diese Frage. Wie ihr sicher wisst, markiert der Kristallturm den Höhepunkt der alagischen Baukunst. Nur Angehörige der kaiserlichen Familie und hochrangige Minister durften sein Inneres betreten. Wie ich weiterhin herausgefunden habe, konnte die Tür nur von direkten Nachkommen des ersten Kaisers geöffnet werden. Blutsverwandtschaft ist der Schlüssel zum Zirkusturm. Du willst doch wohl nicht allen Ernstes behaupten, Unai und Doga entstammen der alagischen Kaiserfamilie. Oh doch, wenn auch nicht im herkömmlichen Sinne. Sie stammen zwar vom Kaiserhaus ab, wurden aber nicht auf natürliche Weise geboren. Sie sind Klone, künstlich reproduzierte Lebewesen, zum Leben erweckt durch die Magier der Alagea. Es ist an der Zeit, dass ihr die ganze Wahrheit erfahrt. Es war nicht unsere Absicht, euch zu täuschen. Wir wollten mit Erklärung warten, bis wir die Tür geöffnet hatten. Wir fürchteten, ihr würdet uns für verrückt erklären und fortjagen, wenn wir euch direkt mit der Wahrheit konfrontiert hätten. Wir sollten das alles einmal in Ruhe besprechen. Bitte folgt uns. Also gut. Die Einladung war nicht an dich gerichtet. Ach, Cid, jetzt stell dich doch nicht so an. Sieh mal, ich habe sogar ein kleines Präsent mitgebracht, als Zeichen meines guten Willens. Ein alagischer Stein, der all die Informationen enthält, von denen ich euch gerade berichtet habe. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit bei der 14. Legion. Bitte sehr, dem großen Cid Garland wird er sicher noch nützen. Danke, dass ihr uns die Gelegenheit gibt, uns zu erklären. Was ich zu berichten habe, ist von äußerster Wichtigkeit. Wir sollten Rambrus zu uns rufen. Zuerst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass wir euch unter einem falschen Vorwand aufgesucht haben. Es war nicht unsere Absicht, euch zu täuschen. Wir wurden nicht von den Gesandten Baldesions aus vor euch geschickt. Wie ihr ganz richtig festgestellt habt, sind wir von Alagean gefertigte künstliche Lebewesen, Klone.
Auch das klingt wie Fantasterei, wenn mir diese Bemerkung erlaubt ist. Warum sollten die Allergäer künstliches Leben geschaffen haben? Welchem Zweck dient ihr? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Wir werden dafür weit in die Geschichte zurückgehen müssen. Seine Blütezeit erlebte das Allergische Kaiserreich lange vor uns. Damals stand der Kristallturm noch allen offen. Seine unerschöpfliche Energie schuf Wohlstand im ganzen Reich. Verwöhnt von diesem wurde das Volk träge, allen voran das Kaiserhaus selbst. Die Produktivität sank und das Reich begann zu verfallen. Selbst die allergische Technik konnte die Entwicklung nicht stoppen. Im Angesicht des Niedergangs trat ein Wissenschaftler namens Amon mit einem kühnen Vorhaben auf den Plan. Für die Restauration des Reichs sei ein unerschütterlicher Anführer notwendig, meinte Amon. Mit Hilfe von Magie wollte er deshalb den Reichsgründer wiedererstehen lassen. Den Reichsgründer? Doch nicht etwa Xande, den ersten Kaiser? Doch, genau den. In einem Versuch wurden Klone von Unai und Doga geschaffen, direkte Nachkommen von Xande. So erblickten wir das Licht der Welt. Zauberei, wie sie nur eine Hochkultur wie der Allega vollbringen könnte. Jetzt, da ihr davon sprecht, Xande kommt in den allergischen Geschichtsbüchern tatsächlich zweimal vor. Bislang gingen wir davon aus, dass es sich um einen Nachfolger handeln würde, der den Namen des ersten Kaisers übernommen hatte. Du sagst also, Xande selbst sei auf dem Thron zurückgekehrt. Und richtig, Xande setzte sich über die Naturgesetze hinweg und stand von den Toten auf, wenn man es so will. Und er macht direkt Nägel mit Köpfen. Unter seiner Führung erstarkte das Allergische Reich erneut. Und das letzte große Ziel schien wieder in greifbarer Nähe. Die Herrschaft über die ganze Welt. Für die sogenannten Einigungskriege wurden Unmengen von Energie benötigt. Man versiegelte den Kristallturm und verwendete einen Großteil seiner Energie darauf, die zerstörerische Kraft der Dunkelheit heraufzubeschwören. Die Kraft der Dunkelheit? Davon wussten wir bisher überhaupt nichts, aber da ihr die Tür des Zirkustums so ohne weiteres öffnen konntet, müssen wir das wohl für die Wahrheit halten. Doch das war vor Jahrtausenden. Wieso wurden Relikte wie ihr und der Kristallturm in unserer Zeit, gerade jetzt, reaktiviert? Weil Xande seinen Plan immer noch nicht aufgegeben hat. Weil seine Machtgier ihn am Leben gehalten hat, dort oben im Zirkusturm. Um die Kraft der Dunkelheit in unsere Welt zu holen, wurde eine unvorstellbar große Energiemenge benötigt. Um die zu gewinnen, sandte Xande den Mond Dalamut zu den Sternen. Dalamut sollte das Sonnenlicht bündeln und zum Kristallturm weiterleiten. Doch ein winziger Fehler in den Berechnungen der allergischen Wissenschaftler ließ das Kartenhaus der Macht zusammenbrechen. Der Kristallturm vermochte die gigantische Energiemenge nicht komplett aufzunehmen. Sie fuhr in die Erde und ließ diese erzittern. In einem gewaltigen Erdbeben, das als vierte Katastrophe in die Geschichtsbücher eingehen sollte, wurde das allergische Kaiserreich vom Antlitz dieser Welt getilgt. Der Boden riss auf und verschluckte den Kristallturm. Amon jedoch, der Xande die ganze Zeit über treu zur Seite gestanden hatte, gelang es, die Zeit im Kristallturm einzufrieren. Xande verfiel mitsamt dem Turm und allem, das sich darin aufhielt, in einen langen Schlaf und träumte von dem Tag, an dem er erneut erwachen und die Welt endlich unterjochen würde. Jahrtausende verstrichen und euer Zeitalter brach an. Der Kristallturm interpretierte den Absturz Dalamuts und die gewaltige Energiemenge, die bei der Befreiung Bahamuts entfesselt wurde, als ein Zeichen dafür, dass die Zeit des Erwachens gekommen sei. Der Turm erhob sich und Xande erwachte. Von seinem Machthunger getrieben ist Xande den Kräften der Dunkelheit völlig verfallen. Er hat keinen Staat, kein Volk mehr, das er führen könnte, doch das wird ihn nicht davon abhalten, seine Pläne weiter zu verfolgen. Wir möchten ihn daran hindern. Dies ist die Bestimmung, die uns von Unai und Doga mit auf den Weg gegeben wurde. Sie fürchteten Xandes Boshaftigkeit und die Welt, die er erschaffen wollte. Ihr Kampfwille war so stark, dass er selbst in uns weiterlebt. Doch wir können unsere Bestimmung nicht alleine erfüllen. Und so warteten wir, ebenfalls schlummernd, eine halbe Ewigkeit im Kristallturm. Auf jemanden, der es schaffen würde, das Labyrinth der Alten zu durchqueren. Auf jemanden, der dazu fähig wäre, Xande die Stirn zu bieten. Auf einen Krieger des Lichts.
Verstehe. Ihr habt uns also die ganze Zeit über beobachtet. Kein Wunder, dass ihr über Baldesions Gelehrte Bescheid wusstet und sie als Vorwand verwenden konntet. Klingt, als wären wir wieder einmal auf dich angewiesen, Potato. Solange wir Xande nicht aus dem Weg räumen, kommen wir mit den Erforschungen des Kristallturms nicht weiter. Mal ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich keine Lust darauf habe, mir von einem größenwahnsinnigen Klonkaiser das Licht ausknipsen zu lassen. Jetzt habe ich ja schon Lust, den nächsten Raider noch zu machen. Weil die Geschichte baut sich ja gerade so schön auf. Ihr werdet uns also helfen. Habt vielen Dank. Lasst uns dieses dunkle Kapitel der allergischen Geschichte ein für alle Mal beenden. Die letzten Monde waren wir mit nichts anderem beschäftigt, als den Geheimnissen der Allergier nachzuspüren. Ihr Wissen ist für uns von unschätzbarem Wert. Doch kein noch so kostbares Wissen rechtfertigt es, das Schicksal der Welt aufs Spiel zu setzen. Da sind Cid und ich uns einig. Aus diesem Grund verfüge ich ein neues Ziel für Noahs Erben. Wir werden nicht länger versuchen, den Kristallturm zu erforschen. Wir werden ihn wieder versiegeln. Dazu muss er aber erst einmal gesichert werden. Das werden abermals Potato und seine Abenteurergefährten übernehmen. Potato, eure Aufgabe wird es sein, die Verteidigungsmechanismen zu deaktivieren und Xande auszuschalten. Der Rest von uns wird alle nötigen Vorbereitungen treffen, um den Turm abzuriegeln, nachdem die Abenteurer ihr Werk getan haben. Wie viel Geschichte man da erlebt, ey, das ist krass. Ob ich wohl ebenfalls ein Klon bin? Habe ich deshalb ein rotes Auge? Du sagtest, dass du diese Augen von deinem Vater geerbt hast, nicht wahr? Dann kannst du kein Klon sein, denn uns sind keine Kinder vergönnt. Die roten Augen nannte man bei uns auch Kaiseraugen, denn nur enge Verwandte der Kaiserfamilie zeichneten sich durch dieses Merkmal aus. Dass solch ein Auge bis zu dir überdauert hat, ist sicher kein Zufall. Der Zirkusturm scheint mit deinem Schicksal verbunden zu sein. Das waren jetzt einfach 20 Minuten Story schon. Über 20 Minuten, 30 Minuten schon fast Story. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Es wäre müßig, mir jetzt über meine Herkunft Gedanken zu machen. Wir müssen nach vorne blicken. Die Farbe der Augen spielt dabei keine Rolle. Und momentan ist unser Blick auf den Zirkusturm gerichtet. Ihn gilt es zu erobern. Du kümmerst dich um Xande und wir schicken den Kristallturm zurück ins Schlummerland. Eine gerechte Arbeitsteilung, findest du nicht? Zirkusturm nun zugänglich. Ich hab da schon Bock drauf. Meinst du, wir finden dafür Spieler-Chi? Also ich würde zwischen den Parts jetzt nochmal lesen. Und dann wäre das auch der letzte Part, den ich heute aufnehme, nehme ich an. Weil ich glaube, danach kommt auch wieder eine halbe Stunde Story. Ah. Wie lang das hier dauert hat. Na, guck mal, ist sogar schon eine Suche. Ist das deine letzte Raid von der Reihe? Ist das der letzte Raid dieser Reihe von Kristallturm und kommt dann noch mehr danach? Sind wir dann heute mit dem Kristallturm durch? Sind das nur zwei Raids? Weil ich weiß, dass es Dinger gibt mit 5 und sowas und... Oder mit 15. Einer kommt dann noch. Okay, das ist ein bisschen schade. Müssen wir den... Ja, morgen weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob ich den morgen machen kann. Naja, auf jeden Fall ist der Part vorbei, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude an meinem Vorlesen. An meinem Synchronisieren hier, was heute ganz gut gelaufen ist. Und im nächsten Part sehen wir dann vermutlich den Zirkusturm. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.